Here, Daily here, welcome. This video is going to discuss important verbs you would need to know in the past tense for your examination. I have another video which goes through a lot of these verbs, or some of these verbs, but focuses on the third person, as in the he, she format. So for example, if you look at number one here, I have beginning. I have a first person present, which is ich beginne, talking about yourself, which you would naturally be talking about yourself when writing or speaking. And then the past tense first person is ich habe begonnen. Whereas if you look at the other video where I use the third person present, which is he, she, I would say er beginnt, but it's not there because I didn't introduce it in the other video, but I did have had begonnen. So this video is primarily for the first person present, of which you will be using regularly when writing and speaking. So here we go. Beginnen. Ich beginne. Ich habe begonnen. Bieten. Ich biete. Ich habe geboten. Bleiben. Ich bleibe. Ich bin geblieben. Bringen. Ich bringe, ich habe gebracht. So that is G-E-B-R-A-C-H-D. Denken, ich denke, ich habe gedacht. Essen, ich esse, it's not there. E-S-S-E, ich esse, ich habe gegessen. Fahren, ich fahre, ich bin gefahren. Finden, ich finde, ich habe gefunden. G-E-F-U-N-D-E-N. Fliegen. Ich fliege. Ich bin geflogen. Geben. Ich gebe. Ich habe gegeben. G-E-G-E-B-E-N. Gehen. Ich gehe. Ich bin gegangen. Helfen. Ich hilfe. Ich habe geholfen. So you notice that there's a spelling change in some of the verbs. Some take T, some take E-N. A lot of the verbs take ich habe, some of them take ich bin, depending on if they're verbs of motion or movement. I would ask you to go look at the video that describes the das perfekt, or the past tense theory, and how to form it in detail. Just for you to know why you're using ich habe and why you're using ich bin for future learning. Let's go straight over the 29. Fragen. Ich frage, ich habe gefragt. So as I mentioned, sein or haben is a motion or movement. My other video will inform you of this rule. Wohnen. The spelling mistake is here. It should be W-O-H-N-E-N. Ich wohne, ich habe gewohnt. Okay, so let's go back over here to Nummer 17. Laufen. Ich laufe, ich bin, B-I-N, gelaufen, G-E-L-A-U-F-E-N. Ich lese, ich habe gelesen. Müssen, ich muss, ich habe gemusst. Rufen, ich rufe, ich habe gerufen, G-E-R-U-F-E-N. Schlafen, S-E-H-L-A-F-E-N, ich schlafe, ich habe geschlafen, G-E-S-E-H-L-A-F-E-N. Ich schreibe, ich habe geschrieben. Ich schwimme, ich bin geschwommen. When you're talking about schwimmen normally. Sehen, ich sehe, S-E-H-E, ich habe gesehen. Senden, ich sende, ich habe gesandt. Empfangen, ich empfange, ich habe empfangen. E-M-P-F-A-N-G-E-N. Singen, ich singe, ich habe gesungen. Sprechen, ich spreche, ich habe gesprochen. Treffen, ich treffe, ich habe getroffen. Trinken, ich trinke, ich habe getrunken. Verlieren, ich verliere, V-E-R-L-I-E-R-E, ich habe verloren. Und dann 28, besuchen, ich besuche, ich habe besucht. Ich habe, ich hatte. Und ich bin, ich war,
in the simple construction. So this is the first person I form of past tense.